Mittwoch, der 14. August, Premiere an der Talsperre Eibenstock. Das erste Mal in ihrer 20-jährigen Geschichte läuft die Talsperre über. Für die Betreiber kein außerordentlich unnormaler Betriebszustand und doch Grund für jede Menge Spekulationen. Wilde Gerüchte hatte es schon zwei Tage zuvor um die Talsperre gegeben. Sie müsse abgelassen werden, drohe zu brechen. Im Tal wurde evakuiert. Doch letztendlich hat sich die Talsperre bewährt, hat noch Schlimmeres im Muldental verhindert. Und in enger Abstimmung mit den Katastrophenschutzämtern in Zwickau und Aue wurde also Eibenstock voll ausgenutzt und Hochwasserschutz betrieben. Haben also bis heute Nacht nur 10 Kubik abgegeben an Unterlauf, sodass die Wellen des Schwarzwassers erstmal Aue passierten, ohne dass von Eibenstock oder dem Oberlauf der Zwickauer Mulde irgendwas nachfloss. Und ab heute Nacht 2 Uhr sind wir dann in Überlauf gegangen und mittlerweile haben wir einen Höchststand erreicht und laufen mit ca. 71 cm über, das sind rund 47 Kubikmeter pro Sekunde. Mehr als 12-mal so viel wie der durchschnittliche Abfluss. Schuld daran waren 180 Liter pro Quadratmeter Niederschlag im Einzugsgebiet. 10 Millionen Kubikmeter waren zugeflossen, innerhalb kurzer Zeit war der komplette Hochwasserstauraum von 6 Millionen Kubikmetern vollgelaufen. 180 Kubikmeter pro Sekunde und die werden hier ohne diese Sperre im Muldetal lang gerauscht werden und werden mit der Welle in Aue im Prinzip gleichmäßig abgelaufen Richtung Zwickau, weil da unten immer viel übrig. Montag, der 12. August. Bereits am Vormittag kündigt sich die Katastrophe an, mit der bis dato immer noch niemand rechnet. Seit Sonntagnachmittag regnet es ununterbrochen. Kleinere Bäche treten über die Ufer, in der Auer Neustadt fließt bereits Wasser durch die Straßen. In Schneeberg sei der Filzteichdamm gebrochen, ein Gerücht, das sich Gott sei Dank als falsch herausstellt. Trotzdem sind die Schneeberger schon zeitig sehr stark betroffen. Der Bach, den die Wismut einst aus dem Tal hinauf an den Kleesberghang verlegte, bahnt sich seinen eigenen Weg zurück ins Tal. Die Wucht der Wassermassen ist unvorstellbar. Garagen werden zertrümmert, Teile der eben fertiggestellten Bundesstraße brechen ab. Zwischen Aue und Schneeberg geht nichts mehr, weil auch Zschorlau und Schlema gesperrt sind. Auch die B101 Richtung Raschau ist zur Sackgasse geworden. Nicht jeder Autofahrer schätzt die Situation realistisch ein. Autos bleiben in den Fluten stecken, zwischen Schlema und Schneeberg stürzt im Regen ein LKW um. Und die Pegel steigen noch immer. Was am Vormittag noch einigermaßen überschaubar schien, gerät immer mehr außer Kontrolle. Montagnachmittag reißt es den begonnenen Neubau der Auer Schillerbrücke weg. An anderen Brücken, etwa in der Nickelhütte in der Auer Neustadt, kämpfen die Menschen noch um deren Erhalt, vergeblich. Alle großen Auer Firmen im Tal stehen Montagnachmittag unter Wasser. Die Nickelhütte, Kurt Bauer, Bremer Kirscheis. Teile des Auer Stadtzentrums und nahezu die komplette Auer Neustadt sind ebenfalls geflutet. Am Nachmittag lässt der Regen etwas nach, am Abend scheint das Schlimmste überstanden. Doch Entwarnung gibt es keine. Im Gegenteil, die höchsten Wasserstände kommen nach Mitternacht mit einer zweiten Flutwelle. Als wir eigentlich gedacht haben, wir hätten es überstanden, da ist ja abends das Wasser gegen 19 Uhr ziemlich weit zurückgegangen gewesen und dann kam ja nachts um 12 Uhr die zweite Flutwelle und die konnte also keiner erwartet. Und das war der Genickbruch. Auch keine Chance, was zu machen? Null Chance, bei so einer Wasserhöhe, null Chance. Der Morgen danach. Die Bundeswehr ist seit Stunden mit schwerem Gerät im Auer Stadtzentrum im Einsatz. Die Neustadt ist in der Nacht evakuiert worden. Der Landrat hat Katastrophenalarm ausgelöst.
Der Pegel der Mulde stieg auf über 4 Meter. Der genaue Wasserstand lässt sich heute nur noch schätzen. Der Pegelmesser ist im Jahrhunderthochwasser ausgefallen. Erinnerungen werden wach an 1954. An die letzte Katastrophe dieser Art. Ein Hochwasser, das viele Menschen nur noch von Schwarz-Weiß-Fotos her kennen. Und jetzt plötzlich stehen sie selber mittendrin. Keiner begreift, was in der Nacht passiert ist. Keller voll bis an die Decke, Straßen, die noch Monate gesperrt bleiben müssen, Betriebe, die in ihrer Existenz bedroht sind und die persönlichen Schicksale der Betroffenen, von denen die wenigsten gegen Hochwasser versichert sind. Noch verdeckt das Wasser den Blick auf die Schäden, die es hinterlassen wird. In der Auerneustadt ist in der Nacht ein Armeefahrzeug eingebrochen. Das lässt erahnen, wie es hier auf den Straßen aussieht, wenn das Wasser erst einmal weg ist. Wir sind mit unserem LKW aus der Versorgungskompanie 370 in Schneeberg an das Gebäude herangefahren, um mehrere Personen zu bergen aus der untersten und obersten Etage. Das Wasser stand etwa bis zu dem Fenster in der untersten Etage. Als die Personen sich auf dem Auto befanden, gab der Fußweg nach, der wahrscheinlich stark unterspült war, und das Fahrzeug sank ca. 1,50 Meter ab. Verheerend sind die Schäden aber auch in anderen Orten des Erzgebirges, besonders im Tal des Schwarzwassers bis hinauf nach Johanngeorgenstadt. Dienstag, der 13. August am Nachmittag und die ersten Tage nach der Flut. Das Wasser ist weg, doch was kommt danach? Das Ausmaß der Verwüstungen wird deutlich. Meter hoch hat die Flut Geröll angehäuft, woanders sind metertiefe Löcher in der Straße. Wir waren da gewesen, fahren wir durch bis um 12 Uhr, sind wir fort. Viertel eins rum, haben wir gesagt, in 3 Uhr fahren wir runter, ich wohne in Burgau. Und wo wir 3 Tage waren, stand 1,5 Meter Wasser hoch und oben danach war es 2 Meter hoch, 2,10 Meter, 2,20 Meter. Es ist da drinnen, im Gebäude innen drin alles, die Ränder, so hoch der Schlamm innen drinnen. In den Hof, da schleimen sie hoch. Der Eisenbahnverkehr von Aue Richtung Schwarzenberg ist zusammengebrochen, ebenso wie das Telefonnetz und andere Medien. Nur ganz wenige Betroffene waren versichert gegen das Hochwasser. Vorbereitet war überhaupt niemand. Ich war schon ganz bei der Versicherung. Es war meist nicht Hochwasserversicherung, es war niemand. Das kann ich gar nicht bezahlen. Bei mir ist das was. Für meine Rente bezahlen. Chaos herrscht auch im Sonderpostenmarkt in der Auer Neustadt. Obwohl Gunter Scherbe mit bis zu 300.000 Euro Schaden rechnet, überwiegt bei ihm bereits wieder Optimismus. Den Markt will er so schnell wie möglich neu eröffnen. Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß, die Solidarität ist sehr groß hier in der Neustadt. Die Bewohner hier aus dem Haus, also alle arbeiten bereitwillig mit, kochen Kaffee, bringen Essen. Also in dieser Frage muss man sagen, haben wir als DDR-Bürger noch nichts verlernt. Die Schäden in den schwer betroffenen Großbetrieben im Mulden- und Schwarzwassertal lassen sich dagegen noch nicht beziffern. Michael Bauer von der Firma Kurt Bauer hat unter anderem den Verlust der Brücke zwischen den Betriebsteilen zu beklagen. Also so ein Hochwasser hat die Firma seit der Existenz noch nicht erlebt. Hart getroffen. Unsere gesamte Produktion stand unter Wasser. Wir haben zu kämpfen mit dem Wasser, mit Schlamm, der sich angereichert hat. Wir haben viele verdorbene Ware, wir haben beschädigte Maschinen. Wir haben in den Schaden eingeschätzt, im Moment mit 4 Millionen Euro. Auch die Blema verlor eine Brücke über die Mulde nahezu komplett. Doch das war das geringere Übel. Blema Kirscheis, der am tiefsten gelegene Auerbetrieb, stand kurz nach der Katastrophe sogar vor Existenzfragen. Wir dachten am Dienstag, wir müssen alles liquidieren und Schluss machen. Der Schock sitzt jetzt noch tief über die Schäden. Kann ich nur grob eine Aussage machen. Die Schäden sind verheerend. Völlig unklar, wann hier wieder produziert wird. Über die Ursachen der Wassermassen, die diese Schäden verursacht haben, streiten sich die Experten. Doch egal, welche Rolle wir Menschen dabei spielen, umso schneller wir die Katastrophe vergessen, umso schneller kommt sie wieder. Höhere Mauern allein sind keine Lösungen.